Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem Video für unser Seminar Reading Machines – Einführung in die Korpuslinguistik. Wir haben in der vergangenen Sitzung angefangen, selbst Korpora zu erstellen. Wir haben mit XML gearbeitet und Sie hatten schon die Gelegenheit, mal probeweise ein bereits angefangenes Korpus zu erweitern im XML-Format und dann in die Analyseplattform Sketch Engine zu importieren, wo man auf dieses XML-Format dann sehr gezielt zugreifen kann für korpuslinguistische Analysen. Wir wollen aber jetzt heute kennenlernen ein paar Tools und Möglichkeiten, wie man komplett selbst Korpora erstellen kann. Und ich habe mir gedacht, dass wir ab jetzt in Form von Projektarbeit weitermachen und an einem ganz konkreten Korpusprojekt gemeinsam arbeiten wollen. Das wird sich beschäftigen mit dem Thema Corona-Leugnung, also Verschwörungstheorien. Corona-Leugnung ist ein großes Sammelsurium an Diskursen und Texten, die wir da draußen beobachten können, die sich gut korpuslinguistisch untersuchen lassen. Denn es gibt einfach eine sehr, sehr große Menge an Textmaterialien, zwar vor allem im Internet. Und gerade Internettexte sind relativ leicht zu beziehen, auch teilautomatisiert und sie sind auch leicht aufzubereiten. Es sind ja schon digitale Texte und wir müssen dann nur noch die richtigen Informationen rausziehen und das Ganze so prozessieren, dass es korpuslinguistisch untersucht werden kann. Und dazu wird es ein bisschen Material geben. Warum? Nun genau. Verschwörungstheorien und Corona-Leugnungen, das ist auch inhaltlich diskurslinguistisch ein interessanter Gegenstand. Hier in Dresden, meine ehemaligen KollegInnen Charlotte Obert-Keilholz haben dazu einen Aufsatz vorgelegt. Sie beschreiben das so, Verschwörungstheorien fallen eben nicht in die momentane, aber nicht statische, hegemonial festgelegte Kategorie der gültigen Wissensbestände und dem, was gesellschaftlich als Wahrheit verstanden wird, sondern stellen in ihr eine suspekte Abweichung dar. Innerhalb dieses abweichenden Diskurses geht es nun ebenso darum, die eigenen Wissensbestände einerseits als wahr darzustellen, Fakten zu schaffen und ihre Meinung durchzusetzen und sie andererseits gegen abweichende Behauptungen zu verteidigen. Also wir haben sowas wie den herrschenden Diskurs, der davon ausgeht, es gibt Corona, wir stecken in einer Pandemie und es gilt jetzt mit wissenschaftlichen Erkenntnissen da gut wieder rauszukommen. Und es gibt den Gegendiskurs, den Diskurs der Corona-LeugnerInnen, die sich natürlich dessen bewusst sind, dass sie eine abweichende Meinung vertreten und deswegen nach innen sozusagen Fakten schaffen und sich nach außen immer abgrenzen müssen. Und mit welchen sprachlichen Mitteln das geschieht, das kann man untersuchen und das kann man auch korpuslinguistisch untersuchen. Dazu empfehle ich diese beiden Aufsätze von Keilholz Obert und von Charlotte Obert Keilholz, in denen das mal vorgeführt wird. Das war noch vor Corona. Hier geht es zum Beispiel um Holocaust-Leugnung, aber es geht darum, mit welchen sprachlichen Mitteln solche Verschwörungstheorien verbreitet und plausibilisiert werden. Man kann sich zum Beispiel anschauen, Epistemizität, solche Modalverben wie sollen oder so Adjektive wie angeblich oder Redewiedergaben, alle möglichen sprachlichen Mittel, die wir auch gut korpuslinguistisch operationalisieren können. Da finden Sie ein paar Vorschläge in diesen Aufsätzen und das können wir dann versuchen anzuwenden. Und dazu müssen wir aber eigene Korpora bilden. Und wir finden verschiedenste Texte da draußen und wir beginnen jetzt mal mit einem Szenario, dass wir PDFs haben. Sie alle kennen vielleicht das Problem, was man hat, wenn man PDFs nicht einfach nur lesen möchte, sondern mit dem Text, der da drin steckt, was anfangen möchte. Es ist ja so, dass Copy und Paste meistens keine gute Lösung ist. Die Zeilenumbrüche machen Probleme, die Umlaute machen Probleme und auch sonst, wenn Sie mal einfach Steuerung A, Steuerung C, Steuerung V mit einem PDF probieren, dann kommt normalerweise nur Salat raus. Ja. Deswegen empfehle ich ein Tool, was sich PDF-to-Text nennt, was Sie auf Linux als Command-Line-Tool auch sich runterladen können. Und ansonsten gibt es diese Online-Variante.
die ich mal zeigen möchte. Und wir möchten das machen am Beispiel von Stefan Lanker. Das ist einer der Protagonisten unter den Corona-Leugnern, der tatsächlich behauptet, es gibt keine Viren. Ja? Es gibt keine Viren, die krank machen. Hier heißt es dann, AIDS zum Beispiel sei erfunden worden, um Chemotherapeutika an homosexuellen Menschen auszuprobieren, heißt es hier. Und er hat eine Internetseite, die so aussieht. Und wir können hier unter wichtige Texte uns mal sowas anschauen. Nehmen wir mal das hier. Die Verursacher der Corona-Krise sind identifiziert. Virologen. Jetzt haben wir hier ein PDF und wir möchten an den Text rankommen. Ja, wir sehen, es gibt zum Beispiel hier Silbentrennungen und all das würde Probleme machen, wenn wir einfach Copy-Paste vorgehen würden. Ja, darum laden wir das jetzt mal runter in den Download-Ordner. Und das ist die Seite PDF-to-Text. Hier können wir jetzt das einfach reinladen. Er konvertiert das Ganze und Download. Und ich ziehe das mal in dieses Programm. So sieht es jetzt aus. Wir sehen, wir gehen doch mal eben ins Original zurück. Hier gleich am Anfang. Die wichtige Instrumente heißt es hier. Wir schauen mal, wie das hier aussieht. Wichtige Instrumente. Er hat also tatsächlich hier die Silbentrennung automatisch rückgängig gemacht. Ja, es kommt manchmal dabei zu Fehlern, aber es ist verschmerzbar. Auch die Umlaute, die manchmal Probleme machen, sind hier richtig erkannt. Ja, jetzt sehen wir zum Beispiel, dass diese Kopfzeilen, die hier im Original drin sind, das hier oben, das kehrt immer wieder. Das müssten wir jetzt dann rauslöschen. Das kommt ja auch gleich mehrfach vor. Wir können das Ganze noch ergänzen durch einen regulären Ausdruck, dass er jetzt auch die Seitenzahlen mitfindet und auch Zeilenumbrüche. Ja? Das Ganze so replace all, dann ist auch das draußen. Ne? Also Sie sehen also, man muss vielleicht noch, wenn man es genau machen möchte, die PDFs ein bisschen manuell nacharbeiten, aber das ist auf jeden Fall machbar. Und ich habe eben gezeigt, die manuelle Nachbereitung kann sich stützen auf Regular Expressions und deswegen ist es eminent wichtig, dass Sie die beherrschen und bitte, wenn Sie es noch nicht getan haben, holen Sie die entsprechende Übung bitte nach, die ich vor einigen Wochen eingestellt habe ins Padlet. Was noch wichtig ist, eminent wichtig, ist das Thema Encodings. Ich kann darauf hier nur ganz kurz eingehen. Encodings heißt, dass die Texte, die können wir in verschiedenen Encodings speichern, nicht nur in verschiedenen Dateiformaten wie XML, TXT und so weiter, sondern Encoding bedeutet, dass ein bestimmter Computercode im Hintergrund mit einem bestimmten Buchstaben assoziiert wird und da gibt es sozusagen verschiedene Alphabete. Und es gibt ein nahezu universelles Encoding, was fast alle Schriftzeichen dieser Welt abbilden kann. Das nennt sich UTF-8, aber leider hat sich UTF-8 noch nicht weltweit durchgesetzt. Insbesondere Windows-Nutzerinnen verwenden ein anderes Encoding, wenn sie es nicht eigens einstellen, ein nur auf Windows verfügbares Encoding ANSI. Andere Encodings wären zum Beispiel ASCII oder auch manche ISO-Formate. Das Problem ist, dass der Transfer von einem System aufs andere, von Windows zu Mac zum Beispiel, funktioniert nicht, wenn Sie das ANSI-Format nehmen. Es zerschießt einem die Umlaute und so weiter. Und deswegen müssen Sie, wenn Sie es abspeichern, immer darauf achten, dass Sie hier UTF-8 eingestellt haben. Ja, ich kann hier Save As, kann ich hier unten das Encoding einstellen. Das gibt es auch in Sublime, das gibt es auch in Notepad++ oder mit welchem Editor Sie immer arbeiten. Und meine dringende Empfehlung, gewöhnen Sie sich an, immer, grundsätzlich immer UTF-8 zu aktivieren. Sie bekommen sonst wirklich mühsamste Encoding-Probleme.
Gut, ich möchte zu diesem Thema auch das Video meines Kollegen Alexander Lasch empfehlen, der für Windows-Nutzerinnen den Editor Notepad++ vorstellt und dort auch das Thema Encodings nochmals kurz anspricht. Ja, ich verlinke das auch im Padlet. Gut, wir haben jetzt PDFs gesehen. Aber wir haben auch ein anderes Szenario, wie wir Texte haben, nämlich einfach Internetseiten. Und auch hier können wir auf die Texte zugreifen, indem wir Web-Scraping betreiben. Es geht darum, den Text aus Webseiten auszulesen, und zwar möglichst strukturiert und möglichst auch mit Metadaten angereichert. Auch hier ist es ja so, dass Copy und Paste keine gute Idee ist. Das können wir natürlich machen. Aber wir vergeben uns selbst der Möglichkeiten, die so ein HTML-Text bietet. HTML-Text, ich empfehle immer, sich den mal anzuschauen im Original, ich zeige es auch gleich, da sind ja die einzelnen Textteile, Überschriften, Quotes, Kommentare, Datumsangaben und so weiter jeweils ausgezeichnet mit diesen Tags, wie bei XML auch. Und es geht darum, diese verfügbaren Informationen auch auszulesen und zu überführen in unser XML-Dokument nach Möglichkeit, damit es dann auch korpuslinguistisch ausgelesen werden kann. Daten eben zum Beispiel oder Quellen, AutorInnen, alles Mögliche, was eben verfügbar ist. Und dafür gibt es ein wunderbares Tool, was es uns ermöglicht, auch ohne Programmierkenntnisse den HTML-Text strukturiert auszulesen. Es ist die Python-Bibliothek Trafilatura. Lässt sich eben auch in Python tatsächlich integrieren und in Skripte einarbeiten. Aber selbst wenn wir das nicht machen wollen, können wir mit einem Command-Line-Tool arbeiten. Soweit ich weiß, hat der Entwickler Adrian Barbaresi auch gerade eine Benutzeroberfläche in Entwicklung. Aber ich empfehle fürs Erste mit der Command-Line zu arbeiten. Die Shell, ich zeige Ihnen das gleich, ich hatte Ihnen dazu auch schon vorbereitend ein Video empfohlen, damit ich das hier nicht im Einzelnen zeigen muss. Und ich gehe mal hier auf die Internetseite von Trafilatura. Hier wird vorgeführt, wie es funktioniert. Hier ist beschrieben, wie man es installiert, nämlich in der Shell mit diesem einfachen Befehl. Die Shell öffne ich bei mir so, ich mache es mal größer, das einfach eingeben und return und dann installiert sich das Programm von alleine, sofern Sie vorher Python installiert haben, was Sie natürlich gemacht haben müssen. Aber das mache ich jetzt nicht, denn ich habe es schon installiert und wir finden dann auch hier unter Usage, unter Command Line beschrieben, wie es im Wesentlichen funktioniert. Wir machen das mal hier mit dieser Internetseite. Rubicon.news ist so ein alternatives Nachrichtenmagazin, wo sich alle möglichen VerschwörungstheoretikerInnen regelmäßig zu Wort melden. Jetzt nehmen wir mal hier, hier geht es darum, dass angeblich eine Impfpflicht eingeführt werden soll. Und jetzt zeige ich erstmal den Quelltext. Wie sieht es aus? Samstag, 9. Januar, die erzwungene Freiwilligkeit. Die erzwungene. So sieht der Text aus, ne? Wir sehen hier, H1 ist die Überschrift, H2 dann der Teaser und dann hier unter P dann nochmals ein Teaser, hier dann die einzelnen Absätze. Und es geht es darum, auf diese Tags gezielt zuzugreifen und genau das macht Trafilatura mit, da sind hinterlegt alle möglichen Content-Management-Systeme, dass im Prinzip alle Möglichkeiten, die es gibt, da draußen im Netz erkannt werden. Wir müssen also nicht mehr manuell programmieren. Ich mache das wieder zu und das geht jetzt im einfachsten Fall ganz einfach so, Trafilatura minus U. Es ist immer gut, hier Anführungszeichen darum zu setzen. So, das ist der Text, der jetzt hier rausgezogen wurde. Und schauen wir mal jenseits der Ungewissheit darüber. Hier beginnt also der eigentliche Text. So, das wird jetzt hier.
erkannt. Und alles, was nicht zum Text dazugehört, wir haben manchmal Werbeblöcke oder Bilder, Unterschriften und so weiter, das wird hier dann nicht ausgelesen oder wird eigens gekennzeichnet. Wir haben die Möglichkeit, auch XML auszulesen. Minus U. Jetzt sieht es so aus. Es ist jetzt hier nicht gut lesbar. Drum schreibe ich das doch mal. Simon. Auf meinen Desktop Rubicon.xml. So, jetzt muss ich hier das mal öffnen auf meinem Desktop. Hier ist der Text. Wir sehen, dass also hier zum Beispiel Überschriften, Zwischenüberschriften ausgezeichnet sind. Wir sehen hier oben einige Metadaten. Ich mache mal hier Soft-Wrap-Text. So. Jetzt sehen wir, dass hier leider nicht alle Metadaten erfasst sind, die wir uns wünschen würden. Zum Beispiel das Datum des Textes, was hier drin ist, 9. Januar, wird leider nicht übernommen. Das ist von Internet zu Internetseite unterschiedlich. Mal wird es erkannt, mal nicht. Hier ist es jetzt leider nicht der Fall. Aber ansonsten ist es hier sauber ausgelesen. Hier unten sind dann die Quellen auch. Genau. Ich zeige das Ganze nochmal an einem anderen Beispiel, wo es fast ein bisschen besser funktioniert. KenFM. Trump, Twitter und die parlamentarische Demokratie. Meine Trafilatura minus XML minus U. Ich nenne es jetzt einfach halt halber mal genau gleich. Das wird jetzt überschrieben. Und hier sehen wir, dass das Datum mit erfasst wurde und noch ein bisschen mehr. Wir sehen auch, dass hier, schauen Sie mal hier unten, die Kommentare auch mit erfasst sind. Also hier ist zwischen Main ist der eigentliche Text, den wir hier finden. Und hier unten sind auch noch die Kommentare, die auch mit erhoben werden. Wenn wir das nicht wollen, haben wir die Möglichkeit, das Ganze No Comments so anzugeben. Dann finden wir hier nur den eigentlichen Text. Ja. So können wir wirklich mit einfachsten Mitteln strukturiert zugreifen auf die Daten, die in Webseiten hinterlegt sind. Jetzt möchten wir natürlich manchmal auch mehrere Seiten auslesen. Ich mache mal hier das aus. So. Wir möchten manchmal mehrere Seiten auslesen. Wir nehmen jetzt mal hier diesen Text. Die erzwungene Link. Ah nein. Doch, wir machen das ruhig so. Schreibtisch Rubicon.ur. Nein, Entschuldigung. Wir müssen einen neuen aufmachen und ich muss hier erstmal die Adresse des Links kopieren. So, jetzt nehmen wir mal das. Wir nehmen noch diesen Text mit dazu. Adresse des Links kopieren. Und wir nehmen auch noch diesen Text mit dazu. Adresse des Links kopieren. Und das Ganze speichern wir Rubicon.txt. So. Jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, Trafilatura minus XML, minus mit der I-Funktion, hier eine Datei zu übergeben.
Es gibt die Möglichkeit auf dem Mac und auch auf Windows mit der Shell, die ich Ihnen empfehle, das hier einfach per Copy-Paste, also Drag and Drop, rüberzuziehen. Und das Ganze lesen wir wieder aus in eine Datei. Rubicon XML. Jetzt liest er die XMLs der Reihe nach aus. Hier haben wir jetzt unsere drei Texte insgesamt. Ja, wir können das ja mal kurz hier einklappen. So, das sind jetzt drei Texte, die wir mit sehr einfachen Mitteln jetzt schnell runtergeladen haben. Und so kann man also ein ganzes Korpus sich relativ rasch zusammenstellen. Ich habe jetzt hier mal die Internetseiten von Hand mal übertragen. Genau das müssen wir aber nicht machen. Dazu gehe ich nochmals hier auf CanFM und zeige mal eine Möglichkeit, wie wir das auch machen können. Es gibt nämlich, ich gehe nochmal kurz zurück. Was Sie jetzt gesehen haben, war Web-Scraping. Web-Scraping kann man nochmals abgrenzen von zwei anderen Methoden, wie wir Daten aus dem Internet beziehen. Wir müssen es abgrenzen von API-Zugängen. API steht für Application Programming Interface und zum Beispiel soziale Medien wie Twitter bieten so eine API an und über die API können wir ganz gezielt uns Daten liefern lassen. Da gibt es dann zum Beispiel ein Formular oder eine bestimmte Suchsyntax, dass wir ganz gezielt uns Daten liefern lassen, eben von Twitter. Wenn wir Web-Scraping machen, dann nutzen wir so eine API nicht, sondern wir greifen tatsächlich selbst auf den Quelltext zu. Auch müssen wir es unterscheiden von Crawling. Sie haben vielleicht schon mal den Begriff Webcrawler gehört. Crawling funktioniert so, dass Sie ein Programm schreiben, was wirklich komplett vollautomatisiert und selbstständig nach Daten im Netz sucht und sich auch weiterklickt von Seite zu Seite und eben von alleine sich durchwühlt und durchcrawlt und die Daten zieht. Web-Scraping ist auf eine Art zwischen diesen beiden Polen angesiedelt. Also wir greifen auf den Quelltext zu, aber wir machen das doch ganz gezielt und müssen dem Programm sagen oder dem Tool sagen, was genau gezogen werden soll. Aber das Crawling funktioniert meistens über sogenannte Sitemaps und diese Sitemaps können wir uns zunutze machen. Wenn wir bei einer Domain mal diese Adresse eingeben, Sitemap XML, dann finden wir zum Beispiel sowas. Ja? Und das sind Seiten, die eigentlich nicht dafür gemacht sind, dass ein Mensch draufschaut, sondern die sind dafür gemacht, damit eben Crawling-Programme, die vorbeikommen von Suchmaschinen zum Beispiel, hier ganz einfach die URLs abgreifen können. Wir gehen einfach mal hier drauf. Das ist das Jüngste vom 11.01. Dann finden wir hier diese Liste. Wir können jetzt hergehen und können das einfach so rüber kopieren in ein Textdokument und müssen dann noch den Schlüssel jeweils rauslöschen. Ich mache das mal eben. Also wir haben hier immer den Slash und dann einen Tab-Stop bis zum Ende der Zeile und das löschen wir alles raus. So, jetzt haben wir eine URL-Liste. Wir können auch hergehen und können uns hiervon den Quelltext anzeigen lassen. Mit Option Command U geht das auf dem Mac. Das ist der hinterlegte Quelltext, den wir jetzt rauskopieren können. Und dann können wir hier alles rauskopieren, was zwischen diesen Log-Tags ist. Ja, auch das geht mit Regular Expressions. Ich zeige es nochmal an einem anderen Beispiel. Das ist bei Rubicon News genauso. Sitemap. Wir sehen jetzt hier eine lange, lange Liste. Viel zu viel. Wir finden hier auch nur Links zu den Überblicksseiten. Wir könnten jetzt hergehen und machen wir das doch mal hier.
Und einfach mal alles, wo Corona drin vorkommt. Wir machen das so. Find all. Jetzt hätten wir hier also wie viele 105 Artikel von Rubicon, die sich mit dem Thema Corona beschäftigen. Ja, wir können dann jetzt hier noch hergehen und können mal alle XML-Tags rauslöschen. Replace all. So, das ist unsere Liste, die wir abspeichern können und können die dann in Trafilatura übergeben. So haben wir mit wenigen Klicks und natürlich dann ein bisschen Wartezeit, weil das Runterladen dann dauert, die Möglichkeit, uns ein Korpus zusammenzustellen. Dieser Hack mit Sitemap ist wirklich cool. Ich möchte noch ergänzen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Sitemap XML hatte ich erwähnt. Es gibt auch eine Möglichkeit, die Bubenhofer in seinem Blog beschreibt, mit Curl und Widget. Es ist so, dass wir bei Sitemap eben wirklich alle Artikel kriegen, die überhaupt auf einer Seite hinterlegt sind. Manchmal nach Kategorien ein bisschen sortiert, aber es ist auch manchmal ein bisschen Chaos dabei, auch Artikel, die nur im Entwurfsstadium hinterlegt sind und nicht wirklich dafür gedacht sind, also nicht wirklich publiziert sind. Und wenn wir wirklich was Strukturiertes haben wollen und alle Artikel aus einem Newsfeed zum Beispiel haben wollen, dann empfiehlt sich diese Curl-Widget-Methode, die ich hier aber nur ganz kurz erwähnen möchte. Aber bei Interesse können Sie sich das ja mal anschauen. Der XML-Output, den wir gesehen haben, dieser hier, der kann dann direkt in EndConc übergeben werden, indem wir, ich zeige das mal, EndConc. Indem wir das mal reinladen. Desktop. Und wir müssen hier über die Global Settings, das hatte ich schon mal gezeigt, ihm eben sagen, Hide Tags. Apply. Wortlist. So. Impfzwang. Ja, 16 Hits. Der vermeintliche Impfzwang. Gut, und wir können auch diese Daten direkt in Sketch Engine importieren. Wir müssen dann nur darauf achten, dass wir immer noch ein Root-Element einfügen, ganz am Ende. Jetzt ist es auch ein wohlgeformtes XML und kann problemlos von Sketch Engine verarbeitet werden. Noch eine letzte Sache möchte ich zeigen, weswegen es wirklich hilfreich ist, mit Sitemaps zu arbeiten. Hier ist jetzt mal die AfD. So sieht die Seite aus und wir interessieren uns jetzt für diese Newsmeldungen. Entschuldigung, das meinte ich nicht. Die Meldungen aus dem Bundesverband, diese ganzen Sachen hier. Wenn wir nämlich, das ist eine Seite, die mit JavaScript funktioniert, das heißt, dass die ganzen URLs angezeigt werden. Dazu müssen wir immer erst diesen Button drücken. Dazu könnten wir auch ein Programm schreiben, was mit einem Headless Chrome Browser arbeitet und das sozusagen manuell oder automatisiert macht, also Browserverhalten imitiert. Wir können aber auch hier einfach hergehen und können es mal über die Sitemap aufrufen. Und dann sehen wir hier die einzelnen Kategorien und können dann zum Beispiel hier unter Post Sitemap das aufrufen. Jetzt finden wir hier also viele, viele, viele Newsmeldungen,
die wir, wie eben schon gezeigt, uns einfach rausziehen könnten. Wir können ja auch noch, so sieht es im Quelltext aus, wir können auch gucken, dass wir nur die aus dem Jahr 2020 extrahieren. Das ist mit Regular Expressions alles überhaupt kein Problem. Und so sollte es Ihnen möglich sein, relativ rasch ein Korpus zu erstellen. Genau, probieren Sie es einfach aus. Bei Fragen schreiben Sie mich an. Viel Spaß beim Korpus zusammenstellen. Ciao.